schön wie du, Thomas. Alter Schande. Als ich versucht habe, Laura zu heiraten, sah sie nicht halb so glücklich aus. Gregor hat doch versprochen zu kommen. Vielleicht ist ihm doch alles zu viel geworden. Sie werden es mir verzeihen, liebe Gemeinde, dass ich heute gern rasch zum Wesentlichen kommen würde. Aber wenn ich diese entzückende Braut so vor mir sehe, dann überfällt mich ein gewisses Déjà-vu. Aber ich gebe zu, wenn ich diese beiden Menschenkinder hier so vor mir sehe, die sich heute vor Gott das Ja-Wort geben, dann kann man nur sagen, bei so viel Liebe kann nun wirklich nichts schiefgehen. Was diesem jungen Paar tatsächlich nun zu wünschen ist, denn man kann wahrlich nicht sagen, dass die beiden es leicht gehabt haben in ihrem Leben, bevor sie zu uns hier in Gottes Haus kamen. Umso mehr können wir uns nun freuen, dass sie hier vor mir sind. Diese beiden haben sie erfahren. Kraft des Glaubens, die Stärke der Hoffnung. Doch wie steht es noch mal im Korintherbrief? Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Deshalb sehe ich die Zukunft von Alexander und Laura sehr glücklich. Denn Gott hat ihnen eine große Liebe geschenkt. Ich liebe ihn so. Von der allerersten Sekunde an. Und jetzt ist es immer noch so. Und das hört überhaupt nicht auf. Ist mir schwindelig. Alexander Saalfeld, ich frage dich vor Gottes Angesicht. Nimmst du deine Braut Laura Mahler an als deine Frau und versprichst dir die Treue zu halten, in guten und bösen Tagen, in Krankheit und Gesundheit und sie zu lieben, zu achten und zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Dann antworte mit Ja. Ja. Nimm den Ring, das Zeichen eurer Liebe und Treue, steck ihn an die Hand deiner Braut und sprich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Laura Mahler, nun frage ich dich vor Gottes Angesicht. Nimmst du deinen Bräutigam Alexander Saalfeld? Aber vielleicht will Gregor ja kommen und kann nicht, weil Helen. Dann sprich ja. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Laura. Ja. Ja, natürlich. Nimm den Ring, das Zeichen eurer Liebe und Treue. Steck ihn an die Hand deines Bräutigams und sprich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen Gottes bestätige ich den Ehebund, den ihr geschlossen habt. Und was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Diesmal hat sie Ja gesagt. Das haben alle gehört. Alle.
Tja, nachdem sie mich überwältigt hatte, wollte sie in die Kirche. Das hat der Bergmeister verhindert, unter Einsatz seines Lebens. Sie hat daneben geschossen. Hätten Sie damit gerechnet? Nee. Ja, ich konnte ja nicht zulassen, dass deine Hochzeit schon wieder ausfällt. Ja. Der Braut alles Gute. Wiedersehen. Herr Saalfeld. Danke. Herr Bergmeister. Herr Kommissar, Wiedersehen. Wiedersehen. Die Arme. Ja, mit der Schuld muss ich jetzt erstmal leben. Naja, ich für meinen Teil bin froh, dass dieser ganze Albtraum endlich ein Ende hat. Danke, Gregor. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gregor, ist okay. Lass gut sein. Komisch, keiner von uns konnte ihr helfen. Keiner, obwohl wir es alle versucht haben. Aber wollen wir nicht über sowas reden? Schließlich habt ihr heute geheiratet. Das habt ihr doch, oder? Ja. 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 Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Das meine ich wirklich im Ernst. Danke. Danke. Ich lasse euch jetzt in Ruhe fallen. Was? Ach, dass ausgerechnet du der Erste bist, der uns gratuliert.